Extinction Rebellion Tag 3. Wir sind hier jetzt auf der Marshallbrücke in Berlin, mitten im Regierungsviertel. Seit den frühen Morgenstunden ist die Marshallbrücke hier blockiert, aber quer durch die Stadt finden heute verschiedene Blockadeaktionen statt. Warum bist du heute hier? Weil sich endlich was tun muss, weil endlich Aufmerksamkeit dafür geschaffen werden muss, Bewusstsein in der Gesellschaft dafür aufkommen muss und es muss sich was ändern. Die Blockade auf der Mühlendammbrücke, einem ganz zentralen Platz hier in Berlin, ganz nah am Alexanderplatz, wird gerade von der Polizei geräumt. Die Leute sind alle sitzen geblieben, sehr entschlossen, sehr friedlich und lassen sich hier wegtragen. Power! 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 Und rein. Sehr gut. Auf der anderen Seite sind aber auch zig Leute angekettet. Ja, man sieht es jetzt von hier, da ist noch eine Blockade. Unabhängig vom Fahrradschloss habe ich das Gefühl, mir würde so ein bisschen der Hals abgeschnürt, wenn man sich anschaut, wie die Regierung aktuell da nicht handelt, was den Klimawandel angeht. Und meine persönliche Einschätzung ist da tatsächlich anders geprägt durch die vielen wissenschaftlichen Meinungen. Und das finde ich schwierig auszuhalten, deswegen sitze ich hier heute. Langsam dämmert es hier in Berlin. Es war ein langer Tag mit vielen Blockaden. 6 große Kreuzungen und Brücken wurden am heutigen Tag in Berlin von mehreren tausend Aktivistinnen und Aktivisten der Extinction Rebellion Bewegung blockiert. Hier sind wir gerade auf dem Kurfürstendamm, eine große Einkaufsstraße in Berlin. Was sehr auffällt, ist, dass die Leute hier, die Aktivisten, sehr friedlich sind, aber unglaublich entschlossen, absolut kompromisslos. Wenn sie blockieren, blockieren sie und lassen sich wegtragen. Es fällt auch auf, dass sie ziemlich gut organisiert sind in Bezugsgruppen. Die kommunizieren sehr gut miteinander in dezentralen Einheiten. Das scheint eine sehr frische, aber eine sehr... im Kern sehr starke Bewegung hier sichtbar zu werden. Und was auch interessant ist am Tag 3, was wir sehen, ist, dass Extinction Rebellion eine mediale Bombe entzündet hat. Es war in allen Medien, obwohl es ja insgesamt nur einige tausend Leute sind, haben alle darüber geschrieben. Es sind auch viele Journalisten hier auf den Aktionen und die Leute gehen auch sehr professionell mit den Journalisten um. Wenn so eine Bewegung so stark in Medien ist, bleibt der Gegenschlag natürlich nicht aus. Und der Stichwortgeberin für den medialen Gegenschlag gegen die Bewegung war Jutta Ditfurth. Wer sie nicht kennt, das ist eine alte linke Frau aus den 80er Jahren. Da war sie mal wichtig und viel im Fernsehen. Seitdem kommt sie nur noch in den Medien, wenn sie irgendwo eine Bewegung schlecht schreibt. Die Ditfurth hatte damals schon die globalisierungskritische Bewegung und Attac als antisemitisch bezeichnet, die Friedensbewegung, das waren ja alles Nazis. Und diese Bewegung hier ist eine Art religiöse Sekte, eine apokalyptische religiöse Sekte. So die Stichworte, die jetzt auch bei der AfD, aber auch in Springerpresse und anderen konservativen Zeitungen übernommen werden. Es ist immer so, wenn die Revolution kommt und die Revolte, ist die Konterrevolution nicht weit weg. Aber nochmal die Frage, ist spannend, was diese Dynamik hier auslöst. Die müssen hier einen Kern getroffen haben, Extinction Rebellion, was so viel Aufregung in Deutschland gerade produziert. Und ich denke, das liegt daran, dass wir 1,5 Millionen Leute auf der Straße hatten vor 2,5 Wochen und eine Woche danach die Regierung ihre Klimaziele noch weiter reduziert hat. Das heißt, die Stimmung liegt in der Luft, dass mehr passieren muss, als einfach zu demonstrieren, Petitionen zu schreiben und irgendwie seinen eigenen Konsum zu ändern. Es muss dramatisch mehr passieren und diese zivile Ungehorsam scheint gerade die Antwort der Stunde zu sein. Ich glaube, das ist warum die hier gerade den Kern treffen, dass sie nicht nur die Schilde hochhalten, sondern mit ihren Körpern tatsächlich eingreifen in den Straßenverkehr und Regierungsgebäude, Regierungsviertel und auch Einkaufszentren hier dicht machen. Es bleibt spannend, wir sind die nächsten Tage hier am Start. Gerade Freitag, wenn auch Friday for Future stattfindet, wird sehr, sehr spannend werden, wie das hier sich verbindet. Und zum Wochenende erwarten wir noch größere Proteste.